Hallo, mein Name ist Evi Bosselmann von www.kreativglück.de und heute wollte ich dir zeigen, wie man hier diese Fensterdeko basteln kann. Ja, oder auch als Türdeko kann man das ganz gut benutzen. Das ist eine Rosette und dafür habe ich hier das Stempelset Coming Home verwendet und das Stempelset Weihnachtsmix. Und dazu gibt es auch ein ganz tolles Designerpapier. Das heißt Designerpapier Adventsstädtchen. Das Tolle dabei ist, dass man das Designerpapier, diese Häuschen hier, die habe ich hier einfach hier mit den Stanzformen, die dazu auch passen, einfach ausgestanzt. Ja, die kann man entweder stempeln und dann selbst kolorieren. Gut, wer jetzt keine Farben noch nicht ausreichend hat oder so. Für den ist das vielleicht auch eine ganz tolle Option. Genau, ich habe da auch schon einiges vorbereitet, beziehungsweise werde ich jetzt noch mal hier die Kreisgelpistole auch schon mal anmachen, weil das dauert immer, bis sie ein bisschen warm ist. Und genau, ich werde jetzt hier eine andere Variante machen in der Farbe Olivgrün. Ja, Olivgrün ist ja hier in dem Adventsstädtchen auch mit drin. Im Designerpapier und genau, das werde ich jetzt einfach mal mit Olivgrün machen. So, ich hoffe, man kann hier alles sehen. Und zwar nehme ich dafür das SimpliScore Falzbrett und lege mir praktisch die ein DIN A4 Blatt komplett so an. Und wenn man das jetzt so in 1 macht, dann bekommt man daraus praktisch 3 Rosetten. Ja, ich gucke noch mal, ob das hier passt. Ja, so, und zwar hier sind ja solche Rillen. Ja, ich zähle immer 3 Stück, 1, 2, 3, und ziehe die Falznaht, 1, 2, 3, und ziehe runter, 1, 2, 3, ziehe runter bis zum Ende. So, und hier am Ende, hier reicht es nicht ganz, da mache ich mir einfach eine Markierung und da schneide ich jetzt das Ganze ein. So, das brauche ich nicht mehr. Dann nehme ich mir das, den Papierschneider zur Hand, gucke, wo hier meine Markierung ist und da schneide ich den dünnen Streifen ab. So, jetzt drehe ich mir das Ganze um und jetzt mache ich mir hier Streifen, und zwar ein DIN A4 Blatt ist ja 21 breit und 29, irgendwas lang, und ich möchte jetzt praktisch 6 Streifen daraus haben und dann gucke ich einfach, dass ich bei 4,9 irgendwas mir hier 6 Streifen zuschneide, dass die alle gleich breit sind. Und dann geht das auch genau auf. Das mache ich jetzt hier nochmal fertig. Passt nicht, warum? Da schneide ich da nochmal ein bisschen was ab. So, passt das nämlich auch. So. Jetzt habe ich hier praktisch 6 Streifen und daraus kann ich 3 Rosetten machen. Ja, was ich jetzt mache, so, ich gucke jetzt mal, überprüfe, dass es passt. Die falze ich mir jetzt einfach sehr monikaförmig zu. Dann habe ich hier diese 2 Streifen und die klebe ich mir jetzt praktisch mit Flüssigkleber so ineinander. Mache mir hier Flüssigkleber rauf. Und drückt mir so fest. Der Flüssigkleber hier, der trocknet ja auch immer super schnell, dass man ziemlich schnell weiterarbeiten kann. Das könnte ein bisschen viel gewesen sein hier. Ja. So, nehme ich mir mal ein Reststück.
Ich mach das mal weg hier. Das ist hier gar nicht so schlimm, wenn hier was überquillt hier. Das verdecken wir dann hinterher mit dem Kreis. Ja, muss ich dann nur zusehen, dass das dann auch innen ist. So, das lasse ich jetzt noch mal kurz antrocknen. In der Zwischenzeit werde ich mir hier noch mal den Spruch stempeln und hier den Kranz. Dazu nehme ich einmal so. Dann nehme ich mir hier schwarz. Und für den Spruch, das frohe Weihnachten, das ist ja so eine Schreibmaschinenschrift. Ja. So, mit Stempeln bin ich fertig. Genau. Den Kranz, den koloriere ich mir jetzt hier. Eigentlich hätte ich jetzt hier die Stamping Blends genommen, aber ich mache das jetzt hier mit den Markern, Stamping White Markern. Meine Blends in Olivgrün habe ich gar nicht. Ich habe einen Apfelgrün, fällt mir da ein. So, bei der Schleife nehme ich einmal Blutrot hell. Und dunkel. Ich kann hier mal den Farbaufheller nehmen. Genau, das stanze ich mir jetzt hier aus. Dann nehme ich meine Big Shot. Ich schiebe das nochmal hier rüber. Genau, und zwar habe ich hier die Stanzform für den Kreis und ich habe mir hier oben eine Markierung gemacht, einfach mit dem Edding schwarzen Punkt drauf, da weiß ich das oben und dann passt das hier auch ganz genau. Ich hatte eben schon Befürchtung, dass es doch wieder nicht gut ist. So, den Spruch hier, den schneide ich mir ja aus. Ich lasse hier rechts ein bisschen mehr Abstand, weil ich da noch das Schleifchen hier raufkleben möchte. So, schneide mir schmal zu. Also, ich hatte gerade ein kleines Problem. Mein Speicherplatz war komplett voll und deshalb hat er nicht weiter aufgenommen. Ich werde das Video dann entsprechend irgendwie dann im Nachhinein zusammenschneiden. Ich mache es jetzt nochmal neu. Genau. Ich habe hier diese Streifen. Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon aufgeklebt. Das mache ich, klebe ich mir hier nochmal auf. Die ganzen Sachen, die ich koloriert hatte, die habe ich jetzt einfach nochmal fertig gemacht und nochmal neu ausgestanzt, ausgeschnitten. Genau. So, Heißkleber wird auch warm, das ist gut. So, gebe ich mir hier auf.
das hier. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt noch die dritte Farbe rausgesucht, das ist nämlich Aquamarin. So, dann hatte ich hier noch mal diese, das und so. Genau, das ist Aquamarin. Und da habe ich mir jetzt praktisch die Rosette selbst in Aquamarin nochmal gefalzt und zurechtgeschnitten. So. So. Das passt, genau. Hier hinten werde ich nochmal ein zweites Dimensional aufbringen. Das hat folgenden Grund. Hier hinten habe ich ja, bin ich ja noch ein Stückchen tiefer. Und dass das dann nicht irgendwie durch, wenn man aus Versehen drauf drückt oder so, dass das dann irgendwie eingedetscht wird, mache ich das so nochmal. So, das klebe ich mir jetzt hier auf. Genauso. Ich habe hier zwei erwischt. So, hier auf die Grenze kommt von hinten noch mal ein Dimensional drauf. Mittig oben drauf. So, jetzt kommt noch das Schleifchen. Einer. Noch eine. Das ist olivgrün. Genau. Dann mache ich mir hier jeweils einen Punkt mit Flüssigkleber drauf und klebe da die Schleifen auf. Das kann nochmal trocknen. Lege ich mir hier beiseite. Genau. So, und jetzt kommt die Rosette zum Einsatz. So, ich nehme hier die Glasplatte, weil es ja recht heiß ist. Dann auch, und hier meine Unterlage, die anfängt zu schmilzen. Ich habe hier noch so eine Plastikunterlage drunter. Und zwar, ich habe mir hier, wie gesagt, nochmal was vorbereitet in Aquamarin. Und das werde ich jetzt hier noch. Das ist jetzt so, dass Schwierigste, sage ich mal, ja, dass man das hier jetzt so runtergedrückt bekommt. So, das hat auch ganz gut geklappt. So, und jetzt nehme ich mir hier den Heißkleber und ich habe jetzt zwei Kreise ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe, die ich jetzt hier raufklebe. Die müssen deutlich kleiner sein als die Kreise. Wo wir jetzt die Deko praktisch drauf gemacht haben. So, das ist Nummer 1. So, jetzt drehe ich das um. Die Fäden hinter, die kann man dann nochmal wegziehen. Das macht gar nichts.
So, ich denke, das hält so. Die wollte heute auch nicht so, wie ich wollte. So. Was ich jetzt mache, ist, ich mache mir hier irgendwo zwei Löcher rein. Das ist egal wo. Dann hinter die Kordel durchgefädelt. So, das heißt, hier ist oben. Jetzt nehme ich mir meine dekorierten Kreise daher. Und da kommen jetzt Dimensionals drauf. So, und dann richte ich das Haus so mittig aus, dass sie oben zu den Löchern zeigen, weil da kommt dann auch die, die Schnur durch. Und genau, ich habe dann praktisch drei Stück davon und die wollte ich mir in unterschiedlichen Höhen ins Fenster hängen. Genau. Da habe ich hier rote Kordel. Die gibt es jetzt so nicht mehr, aber wie gesagt, die grüne gibt es und es gibt auch schwarz-weiße. Da kann man dann mal gucken, was man dann so findet oder was man noch zu Hause hat. Vielleicht hat man da ja auch noch weiße Kordel übrig oder auch noch rote. So, genau. Wenn ich die Deko dann aufhänge, dann hänge ich mir, wie gesagt, so versetzt die drei ins Fenster. So. Ich mache hier mal ein bisschen Platz hier. Die Glasplatte kommt auch weg. Genau, dann habe ich jetzt hier meine drei Rosetten fertig. Ja, dann hoffe ich, dass dir mein Video gefallen hat, trotz der vielen Schnitte. Freue mich über einen Daumen nach oben, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ja, alle Produkte, die ich hier verwendet habe, die verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Und genau, wenn du das eine oder andere Produkt von Stamping Up haben möchtest, dann schreib mich einfach an. Und ja, dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.